Liebe Videofreunde, das ist jetzt meine erste Aufnahme. Ich versuche eine Sendereihe zu erstellen, wo es um Sprachen geht vor allem. Und ja, Sachen, an die ich sonst viel denke, es geht. Das ist nämlich so, dass ich den Leuten einfach gerne Sachen erzähle und ja, ich erwische ja nicht immer die wichtigen, und aber eigentlich sollte ich ja schon etwas damit machen, mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftige, die finde ich selbst ja wichtig. Also heute habe ich mir überlegt, ich habe es auch früher schon daran gedacht, dass es gut wäre, wenn die Menschen mehr Sprachen könnten. Zwar, also wenn jetzt jeder Mensch vielleicht 5 Sprachen könnte, also die eigene Muttersprache, wie man das nennt, und noch 4 andere, dann wäre das ein Gewinn für die Menschen selbst. Und auch für die Sprachen. Also ich nehme an, dann gäbe es auch keine bedrohten Sprachen mehr. Und Sprachen sind etwas sehr Wichtiges. Das ist oft, wenn ein Volk sonst auch keine große eigenständige Kultur hat, dann hat es doch wenigstens noch die Sprache. Und ohne Sprache tut es sich schwer, überhaupt ein Volk zu sein. Es nützt einem auch selbst sehr viel, wenn man eine zusätzliche Sprache kann. Von der Bildung her und von den Leuten, mit denen man dann reden kann oder auch schreiben. Und ja, man kann Bücher lesen und man beschäftigt sich automatisch eher mit dem jeweiligen Volk oder der Kultur oder dem Land. Es hat ja nicht jede Sprache einen eigenen Staat. Es gibt viele Länder, wo man mehr als nur eine Sprache redet. Also es gibt sicher in jedem Land Menschen, die eine andere Sprache sprechen, als die Mehrheit es tut. So auch in den deutschsprachigen Ländern, das habt ihr sicher bemerkt. Es geht jetzt, ja, also man muss sich genau überlegen, welche Sprachen man lernen will. Das könnte jetzt aus praktischen Gründen sein. Sprachen von Menschen, mit denen man viel zu tun hat oder wo es wahrscheinlich ist, dass man sie trifft. Also die typischen Ausländersprachen eines Landes, ich nenne das jetzt einfach so. Also klar, in Österreich und in Deutschland, Da ist zum Beispiel das Türkische sehr wichtig. Also ich selbst kann nur ein paar Worte Türkisch, aber es geht ja nicht um mich. Ich will nur Vorschläge machen. Oder die slawischen Sprachen, die sind ja auch sehr wichtig vom Praktischen her.
Oder ja, wenn man jetzt die Eltern hat, die von woanders herkommen, oder ein Elternteil ist aus einem anderen Land, dann ist es gut, wenn man auch deren ursprüngliche Sprache lernt. Und auch wenn man jetzt vielleicht das Pech gehabt hat, die als Kind nicht mitzubekommen. Ich bin auch sehr dafür, dass Eltern ihre Muttersprache auch weitergeben. Und also, ich glaube nicht, dass ein Kind, das eine Sprache gut lernen kann, nicht auch gleichzeitig eine zweite lernen könnte. Also da müsste es schon andere Probleme haben. Und also es bringt einfach so viel. Ich habe auch eben gesagt, ich bin ja, es hat auch, wenn man mehr Sprachen lernt, dann hat es auch den Vorteil, dass man damit die Sprachen schützt. Und ich bin sehr für Sprachschutz und auch dafür, dass man Sprachen wiederbelebt, wenn sie ausgestorben sind oder wenn sie regional ausgestorben sind. Also, ich setze mich da zum Beispiel fürs Rätoromanische ein, das ja eine viel größere Verbreitung hatte. Oder auch mit dem Gotischen habe ich mich beschäftigt, das ja schon länger ausgestorben ist, also doch schon einige Jahrhunderte. Und wo es Wiederbelebungsaktionen gibt von verschiedenen Seiten. Das Gotische ist die einzige gut dokumentierte ostgermanische Sprache, also von dem her etwas Besonderes. Also, und meiner Meinung nach sollte man auch versuchen, Sprachen deswegen zu lernen, weil sie etwas Besonderes sind, also weil sie sich durch etwas sehr von anderen Sprachen unterscheiden. Also vielleicht in ihrer Geschichte oder darin, was man damit ausdrücken kann. So gibt es australische Sprachen, die anstatt links und rechts auch Himmelsrichtungen verwenden. Die sagen dann, ja, dass, also hier etwa ist von mir aus gesehen Norden, dann sagen sie nicht meine linke Hand, sondern meine nördliche Hand. Und hier dann sagen sie meine südliche Hand. Und wenn sie sich anders hinstellen, dann ist das die östliche Hand und das die westliche. Und das ist einfach sehr praktisch, wenn man das lernt, dann gibt das einem eine zusätzliche Fähigkeit, weil man dann immer überlegen muss, in welche Richtung man steht. Und dadurch bekommt man einen besseren Orientierungssinn. Gleicherweise kann man auch eine Sprache lernen,
zum Beispiel mehr Wörter für Farben hat. Oder für Gerüche, das gibt es auch. Und die Sprachen, die sind auch etwas Persönliches. Wenn man die Sprache besonders mag, dann soll man einfach die lernen. Und irgendetwas hat man immer davon. Ich glaube, für eine Folge reicht es jetzt. Jetzt bin ich sowieso schon ein bisschen darüber, über die 10 Minuten, und jetzt ist da wahrscheinlich noch Werbung eingeblendet. Aber wir lassen das, und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Ich versuche öfter solche Aufnahmen zu machen.